Noch habe ich die Ehre. Herzlich willkommen zu Zunkos Welt TV. Heute, das ist eine echte Premiere, das ist eine ganz neue Geschichte. Das nennt sie Frühschoppen, beziehungsweise wenn sie es am Abend anschaut, dann ist halt Thema Schoppen. Und es wird natürlich der Daniel, mein Tenorhornlehrer, der wird mich natürlich unterstützen bei dem Frühschoppen, weil allein die das ja überhaupt nicht bocken. Also so Schoppen ohne Schule, also mit S und H, das kennt ihr natürlich schon allein, aber ein Früh- oder Themaschoppen mit Schule, nein, das geht ohne Daniel, ganz sicher nicht. Und ich meine, es geht in Wirklichkeit um ein paar, um meine Kindheit in Tirol. Und da gibt es einfach ein paar Geschichten, die, glaube ich, haben durchaus einen Unterhaltungswert und für mich selber auch einen gewissen Lerneffekt. Man sieht, also man ist nicht umsonst über 50 Jahre auf der Welt, sondern man lernt schon ein bisschen was dazu. Und ich meine, da gibt es so Sachen, kann ich euch nur vorbereiten. Also was wirklich ein Wahnsinn ist, ist das Kissing on the Kühlschrank. Das ist eine Mördergeschichte. Komplett wahr, ein Wahnsinn. Dann geht es natürlich auch um die Brigitte mit den dicken Zöpfen. Ein Wahnsinn. Jo. Und abschließend dann mit dem pädagogisch wertvollen Hintergrund ist dann der Jäger mit dem Schießgewehr. Und dazwischen werden wir immer was Schönes, Tirolerisches oder Elblerisches spielen. Daniel, großartig, komm bitte her. Ja, Daniel, ganz große Freude. Das erste Frühschoppen oder Themaschoppen, so wie es halt ist. Und was spielen wir jetzt da, Daniel? Mit was fangen wir an? Ich habe schon drei Sommer. Jawohl. Und dann, glaube ich, dann kommt die Brigitte mit den dicken Zöpfen, oder? Jawohl. Schon drei Sommer, jetzt kommt es aber, es hat einen Sommer gegeben, das war ein wirklich ja, dramatischer Sommer, ein Sommer, der etliches verändert hat und in dem Sommer spielt das Moped natürlich eine ganz, ganz große Rolle, aber wie ich im Nachhinein draufgekommen bin, nicht nur das Moped, sondern in dieser Saison ist ja das gewesen Kissing on the Kühlschrank und das ja, da hat es einfach eine gewisse Veränderung gegeben. Ich muss vielleicht vorausschicken, bei mir ist es so gewesen, also der Sommer, der spielt jetzt schon, da war ich schon 16. Ich war ja immer irrsinnig klein, war immer der zweitkleinste der Klasse und habe so diesen Gedanken gehabt, dass ich mir gedacht habe, irgendwann, wenn ich in der Früh aufwache und dann bin ich 1,80 und dann ist alles in bester Ordnung. Das hat sich bis heute nicht bewahrheitet, auf das warte ich immer noch. Und es ist aber so gewesen, dass ich trotzdem immer ein relativ starkes, also ich habe mich trotzdem immer relativ gut gefühlt, habe ein relativ starkes Selbstvertrauen gehabt, aber dieser Sommer, wo ich dann mit dem Moped in die Schule gekommen bin, nach den großen Ferien, da habe ich mich auf einmal wirklich anders gefühlt. Da war ich dann, ich weiß, ich kann es nicht genau sagen, was das ist, weil ich habe schon mit 12 meine ersten Fahrzeuge gehabt und bin mit 12 schon im Feld umher gefahren mit diversen Mopeds und Maschinen. Das war am Land draußen kein Problem. Und trotzdem
wie ich dann also ein Kennzeichen gehabt habe und diesen Moped-Führerschein, also einen Kleinkraft-Führerschein, Kleinkraftrad oder wie das geheißen hat, was das schwarze Kennzeichen mit einem orangen Balken, da ist ein Ruck durch mich durchgegangen und das hat sie, da habe ich auf einmal, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber auf alle Fälle habe ich mich so richtig vollwertig gefühlt. Also das war ein Wahnsinn, wie das Moped das erste Mal dort abgestellt habe im Durchgang bei der Schule, außer mit einem Hobby-Cheek. Das war ein Traum. Das war wirklich ein Traum. Und wie gesagt, auf das werden wir später noch zurückkommen. Unter Umständen war auch das Kissing an den Kühlschrank in diesem Sommer mitbeteiligt, dass das der eine Sommer war, der ganz entscheidende. Und der Daniel, der spielt jetzt mit mir. Wo spielen wir da jetzt, Daniel? Der eine Sommer. Der eine Sommer, jawohl. Jetzt kommen wir zur ersten Liebe. Das ist eigentlich ein Wahnsinn gewesen. Ich meine, im Laufe der Sendung wird man nicht das irgendwie kapieren, dass ich da ein echter Spätentwickler war, dass mich das lange Zeit überhaupt nicht interessiert hat und dass ich auch nie gewusst habe, was ich mich mit dem anderen Geschlecht unterhalten soll. Aber das war Anfang Volksschule, die Brigitte mit den dicken Zöpfen, na, die hat echt mein Herz erwärmt. Also das ist ein Wahnsinn gewesen, auf die bin ich wirklich abgefahren, in einer ganz unschuldigen Weise. Aber die hat mich irgendwie fasziniert und ich weiß aber allerdings, ich habe nicht gewusst, wie die heißt, außer Brigitte. Ich habe nicht gewusst, wo die in die Schule geht, ich habe nicht gewusst, was die gern macht. Ich habe keine Ahnung gehabt und ich habe natürlich auch nicht die Telefonnummer austauscht. Damals hast du nur Festnetz gehabt. Also ich habe im Endeffekt mit dieser Brigitte nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt, außer dass wir gemeinsam Theater gespielt haben. Weil der kleine Fritzi war ja in der Pfarrgemeinde, na, das war der Topstar beim Theaterspielen. Also, Hauptrolle hat immer der kleine Fritzi gehabt, weil ich mir halt alles gemerkt habe und offensichtlich so ein natürliches Talent gehabt habe, dieser Darstellung. Und ich habe dort Rollen gehabt, das habe ich selber nicht gepackt. Also das waren, ich weiß nicht, 20 Seiten, volle Kanne, so wie auswendig kennen, das hat man überhaupt, ja, das hat man nichts ausgemacht, das vorzutragen. Im Gegenteil, das hat mir irgendwie taugt. Deswegen habe ich ja heute wahrscheinlich auch Zirkus Welt-TV, weil man das so taugt, wenn man jemand zuhört. Und ja, bei dieser Brigitte mit den dicken Zöpfen, die habe ich natürlich trotzdem voll an die Wand gespürt. Die hat mit mir quasi jetzt, also ich habe die Hauptrolle gehabt und die Brigitte hat diese zweite Hauptrolle gehabt, ist egal gewesen. Ich habe die mörderisch an die Wand gespielt und trotzdem habe ich sie aber irrsinnig toll gefunden. Aber leider zu einem Gespräch ist es nie gekommen. Aber ich habe sie bis heute nicht vergessen und für die Brigitte, Daniel, für die Brigitte spielen wir Dirndl, Dirf drunter im Tal, oder? Das ist da was Leibendes. War herrlich, die Brigitte mit den dicken Zöpfen. Ja! Also, warte. Warte ganz kurz, Daniel. Jawohl.
unterhalten, aber die Sprache der Musik ist ja international, die ist ja ganz super. So, und jetzt beim Almfrieden, bevor wir jetzt zu dieser wahnsinnigen Episode kommen mit Kissing und dem Kühlschrank, was, glaube ich, ein Highlight dieser Sendung sein wird, muss ich noch ganz kurz das Stück Almfrieden vorbereiten. Das ist nämlich so gewesen, ich bin in der Stadt aufgewachsen, in Innsbruck, und wir haben dann, also der Vater und die Mutter, die haben dann irgendwann so ein Haus gebaut, oben am Land, und da sind wir dann hingezogen, da war ich dann, glaube ich, 10 oder 11 oder so. Und für die Bauern oben am Dorf waren wir natürlich die Städter, die irrsinnigen Städter, die nichts gewohnt sind. Und mir selber hat es aber bei diesen Bauern irrsinnig getaugt. Das heißt, ich habe gern ausgeholfen, ich war immer im Stall, ich war draußen am Feld, ich habe das wirklich gern gemacht. Und das Entscheidende ist wahrscheinlich gewesen, dass ich es nicht machen habe müssen, sondern dass ich es halt einfach gern gemacht habe. Und irgendwann haben sie mich dann das erste Mal mitgenommen auf die Alm. Und auf die Alm sind wir aufgefahren mit dem Traktor. Und bei so einem Traktor ist es schon so, dass das ja irrsinnig schlecht gefedert ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, der Fahrer hat meistens einen angenehm gefederten Sattel, aber die Leute, die auf diese Koderer oben sitzen, mit dem Drahtgestell nach Habitera, da beißt du durch, wenn du auf die Alm auffährst. Das ist wirklich eine Challenge. Das war gewaltig. Und wie wir oben dann angekommen sind, hat es natürlich eine Spätgiausen gegeben. Und ich als Städter, mir ist es natürlich wahnsinnig am Arsch gegangen, wenn dort irgendeine so eine Wespen, wenn die dich gestört hat. Und der Bauer hat das mitgekriegt, dem ist das natürlich komplett wurscht gewesen, so eine Wespe. Und hat dann eine mörderische Aktion gemacht. Also ich meine, der hat ja so Hände gehabt, das waren so Hände wie so Klodeckel, wahnsinnig groß und halt auch vom schweren Hackeln ziemlich verschwielt und mit einer mörderischen Hornhaut. Also das heißt, wenn seine Hand und meine Hand gegenübergehalten hast, hast du gesagt, na, das sind zwei verschiedene Sachen, das sind nicht zwei Hände. Und trotzdem ist der mit dieser riesigen Hand irrsinnig flink gewesen, und wie er mitgekriegt hat, dass mich diese Wespe so stört, hat er die in einer wirklich flinken Handbewegung hat er die gepackt. Er hat sie fixiert mit Zeigefinger und Daumen und hat dann einfach mit dem Speckmesser den Schädel abgeschnitten. Und also so war die Bewegung, Schädel abschneiden und dann noch so kurz so den Schädel wegspecken. Den Körper hat er auch so weggehaut und dann hat er weiter Speck geschnitten und wir haben weiter Speck geausnet. Und was dann gewesen ist, abgesehen davon, dass ich wirklich beeindruckt war, wie man mit so einer Wespe umgehen kann, dann war natürlich, also die Wespe ist in Ruhe, in Frieden geruht, und ich selber habe dann zum ersten Mal den Almfrieden erlebt, weil mich diese Wespen nicht mehr gestört hat. Daniel, der Almfrieden, oder? Genau. Satra. Jetzt komme ich nicht mehr drum herum, jetzt muss ich in die harte Geschichte einsteigen. Bist du deppert. Also die harte Geschichte kann ich vielleicht vorausschicken. Ich habe ja schon, keine Ahnung, seit der Unterstufe habe ich in die Ferien immer gern gearbeitet. Dass du halt ein bisschen
ja, da hat man ein bisschen was verdient. Am Anfang habe ich immer so Golfwagen gezogen, das war eh schwer in Ordnung, das war irgendwie, das hat mir getaugt. Golf spielen habe ich auch kennen, das war echt super und habe mir einen Kassettenrekorder verdient und so. Und wie ich dann schon ein bisschen älter war, bin ich dann, also älter, ich glaube mit 15 habe ich dort angefangen, bin ich gewesen der Bademeister in so einem Schwimmbad zwischen Rinn und Dulfes beim Hotel Geisler. Das war im Endeffekt also ein bisschen ein besseres Swimmingpool und da haben auch die Kinder der Umgebung schwimmen gehen können und in Wirklichkeit ist es aber gewesen für die Hotelgäste. Und meine Aufgabe ist gewesen dort, dass ich die Liegen auf diese Wiese aufstelle, dann so Handtücher, dass sie die Gäste halt wohlfühlen. Und dann habe ich natürlich auch schauen müssen, dass in diesem Pool keiner ertrinkt. Und das ist aber so gewesen, da hätte sowieso keiner ertrinken können. Und wenn einer ertrinken hätte können, dann wäre das ich gewesen, weil ich habe echt nicht gut schwimmen können. So schwimmen hat mich eigentlich nie wahnsinnig interessiert. Aber wo ich wirklich gut war, das war dann in dem kleinen Kiosk. Da habe ich Getränke verkauft und Eis verkauft. Und ja, da war ich, glaube ich, relativ gut, ja. Und eines Tages, ja genau, und da hat es natürlich so relativ viele deutsche Touristen gegeben, die da immer wieder gekommen sind und diese deutschen Touristen haben natürlich auch Töchter und Söhne mitgehabt und ja, das ist halt so gewesen. Und mich selber, wie gesagt, ich war dann die Episode spielt, da war ich schon 16, mich hat es aber wirklich nicht wahnsinnig interessiert. Keine Ahnung warum, ich bin ein bisschen ein Spätentwickler gewesen in dieser Richtung, aber interessiert hat mich das nicht wahnsinnig und ich habe auch nie gewusst, wo sie reden soll. Auf alle Fälle ist ein verregneter Tag und es ist nichts los und ich sitze unten in dem Kioskhütterl und dann kommt die Heike. Und die Heike, die glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die war damals 14, ist allerdings voll ausgebildet gewesen, also frühreif, wie man so sagt, mörderisch ist das gewesen und ein Kopf größer als ich. Ein Kopf größer als die und der, glaube ich, ist relativ fad gewesen an diesem verregneten Samstag. Die hätte dort gern ja, ein bisschen ein Abenteuer erlebt und nachdem ich dort allein in dem Kioskhütl gesessen bin, hat sie sich wahrscheinlich gedacht, na, das ist jetzt gerade ideal, dem ist eh fad. Schauen wir, was wir machen können. Und ja, nachdem die relativ viel geredet hat, habe ich nicht reden müssen, also ist das Gespräch eh, ja, das ist eh dahin geflossen, das hat eh hingehauen. Und irgendwann hat es dann zu mir gesagt, ich soll mich am Kühlschrank sitzen. Und ich meine, ich habe dort so einen Kühlschrank gehabt, also der war nicht so wie so ein Einbaukühlschrank, auch nicht so wie so, so ein Barkühlschrank, so in der Mitte drinnen. So ein mittelhoher Kühlschrank. Und ich denke mir, na habe ich der, warum soll ich mir auf den Kühlschrank drauf sitzen? Und sie hat gesagt, na mach's einfach für mich. Na, ich habe mich auf diesen Kühlschrank draufgesetzt und wie ich dann oben gesessen bin, habe ich auch gewusst, warum. Weil sitzend am Kühlschrank bin ich dann gewesen, einen halben Kopf größer wie sie und dann ist Heike gekommen und hat mit dem Küssen begonnen. Und ich meine, das ist irgendwie echt eine arge Geschichte gewesen. Mein erster Zungenkuss, da habe ich gedacht, aha, so geht das. Das war wirklich ein Wahnsinn und muss allerdings sagen, so richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht, aber ich meine, es war mir schon ein Recht, dass ich das jetzt endlich einmal ausprobieren kann, was dort los ist. Und es ist allerdings diese Geschichte dann noch weitergegangen. Dazu kommen wir aber später, weil jetzt müssen wir mal ein Stück spielen, Daniel, weil das ist echt ein Wahnsinn gewesen. Und ich meine, das Stück, Daniel, was wir jetzt da spielen, das glaube ich ist ideal, oder? Ideal. Schau, schau, wie es regnet tut. Genau. Jawohl. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil das ist ja ein Wahnsinn. Ja, sicher. Thank you.
Kühlschrank, das ist deppert. Das ist ernst gewesen, ja. Das war ernst. Aber jetzt muss ich euch noch ganz kurz um Geduld bitten, bevor ich diese, weil das ist echt dann, das ist das Highlight, eigentlich der peinlichste Moment meiner gesamten Laufbahn. Den müssen wir noch aufsparen nach dem nächsten Stück, weil jetzt habe ich noch was. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das war ein Gedicht aus dieser Tiroler Zeit. Und zwar vergangene Frühlingsidylle oder wie der Lenz wieder da war. Unterm Baum, halb im Schatten, lag die Lies aus Untergratten. Ganz erledigt lächelte sie und ihr Rock war überm Knie. Der junge Bursch, der sie verstört, war aus Gungel und nichts wert. Peter, das wusste jeder, war ein gewissenloser Frauenjäger. Es war schön in der grünen Wiese, dich zu lieben, kleine Liese, doch jetzt wird's Zeit für mich zu gehen. Vielleicht kann man sich ja wiedersehen. So sprach er in stoischer Ruhe und fügte abschließend hinzu: Drüben im kleinen Obergraten wartet schon die Zenz im Schatten. Das zu hören tat Alice nicht gut und sie schrie in voller Wut: Das hast du dir nur so gedacht, dass man sowas mit mir macht. Aus ist's mit deinem freien Leben. Im Sommer wird es Hochzeit geben. Du kommst nicht mehr drum herum, sonst bringt dich mein Vater um. Und wie so oft ist im Leben, hatte Peter nachzugeben. Die Hochzeit war ein Mordstrara, alle Mädchen waren da. Viele weinten und waren betrübt, die Lies, die hatte ihn nicht verdient. Niemand sprach mehr von der Zenz, denn die hat sich erhängt im Lenz. Ja, ist natürlich ein Wuchtel, das Ende. So haben wir damals gedacht, nein, ich brauche also ein bisschen ein dramatisches Ende, aber reine Fiktion. De facto ist es so gewesen, dass die Zenz dann, glaube ich, im nächsten Sommer sich in also einen deutschen Urlauberbuben verliebt hat und letztendlich ist die dann, glaube ich, mit dem sogar, also so, das hat sie gehalten, 2-3 Jahre und dann ist ausgezogen nach Stuttgart mit ihrem und jetzt haben sie ein mörderisch großes Autohaus und ich hoffe, sie verzeiht mir dieses dramatische Ende, was einfach, ja, diesem Fluss geschuldet ist. Freunde, und trotzdem aber Daniel, ich meine, da haben wir jetzt ein Stück, was du wirklich super passt, und zwar Dirndl merkt er den Baum. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich mich konzentrieren, weil das letzte Mal habe ich beim Anfang dann so geschwächelt. Thank you.
Dirndl, merkt er den Baum, jawohl. So, jetzt komme ich nicht mehr aus. Jetzt muss ich leider in das ultra peinliche einhupfen. Auf alle Fälle ist es so gewesen, dass dann, nachdem ich das Küssen am Kühlschrank, also im Nachhinein habe ich das Gefühl, hat sie sich gedacht, na, das geht eh, das beherrscht er jetzt eh schon. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sie hat mich gefragt, Fritz, wo ist denn der Schafstall? Ist der offen? Ja, und der Schafstall, der ist entfernt gewesen von diesem Kiosk, ungefähr 60, 70 Meter. Und der ist natürlich offen gewesen, weil ja die Schafe alle auf der Alm waren. Da war ja kein Schaf drinnen. Und ich habe ja ein bisschen naiv, wie ich gewesen bin, also obwohl da jetzt eh schon was passiert ist, war ich immer noch naiv und bin mit ihr runtergegangen zu dem Schafstall. Und wie gesagt, wenn du dann gegangen bist, ist das schon ein Wahnsinn gewesen, weil ich, wie gesagt, ich war einen Kopf kleiner wie sie und sie hat trotzdem meine Hand genommen und wir sind da so oben spaziert. Und das war eigentlich, haben wir schon gedacht, ah, das ist aber sehr komisch. Also richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht. Und andererseits hat es natürlich schon so einen Moment gegeben, wo ich ein bisschen stolz war, weil man gedacht habe, schau, das ist ja Wahnsinn, diese vollentwickelte Frau fährt auf mich ab. Und ja, das war das Positive dran, der Rest war echt zart. Ja, und dann da unten in diesem Schafstall, ich meine, das war dann leider, das war ein Super-GAU. Das war echt ein Super-GAU, das weiß ich bis heute noch und es krampft mich bis heute noch ein, weil dort, das war ein Wahnsinn gewesen. Auf alle Fälle haben wir dort wieder ein bisschen weiter das Küssen perfektioniert und irgendwann hat sie aufgehört mit dem Küssen und hat gesagt, und da beidelt es mich heute noch ein bisschen, das ist ein Wahnsinn, wortwörtlich, Originalzitat, Fritz, ich liebe dich. Und das ist so gewesen, dass ich mir gedacht habe, Alter, das darf jetzt nicht wahr sein. Habe ich das jetzt wirklich gehört? Das ist mir so irrsinnig unangenehm gewesen und so deppert hat das klungen. Noch dazu auf Hochdeutsch. Das war echt ein Wahnsinn, dass es im Hirn oben wirklich gerattert hat. Also da hat es wirklich gerattert und ich habe echt nicht gewusst, was da jetzt genau los ist. Und durch dieses Rattern habe ich natürlich nicht reagiert, bis sie dann gesagt hat, na hör mal, du weißt aber auch gar nichts. Und dann haben wir gedacht, gut, das geht nicht, du weißt aber auch gar nichts, da kann man sich jetzt nicht so vorführen lassen, sondern da muss man jetzt schon sagen, dass man was weiß, obwohl man nichts weiß. Und ich habe dann, nachdem ich ja schon immer so eine gewisse soziale Intelligenz gehabt habe, habe ich ganz genau gewusst, was die jetzt hören will. Und das habe ich auch tatsächlich gesagt. Und das ist aber so, dass ich es jetzt ganz schwer aussprechen kann, aber im Sinne der Heiterkeit sage ich es euch halt trotzdem. Ich habe dann gesagt zu ihr, auch Hochdeutsch, ja, aber das weißt du doch, ich liebe dich doch auch. Und das ist einfach, das war der helle Wahnsinn. Und das ist vielleicht kann, hätte es jetzt jemand besser machen können, aber bei mir ist es so und das ist bis heute so, ich kann ja nichts sagen, von dem ich nicht überzeugt bin. Ich kann nicht irgendwas sagen, von dem ich überzeugt bin, dass es falsch ist. Und so wie das hat einfach in keiner Weise gestimmt und ich habe es trotzdem gesagt. Und das war dann Wahnsinn. Und dann ist es so gewesen, also sie war mit dieser bochenen Antwort, war sie zufrieden und es wäre wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was da noch passiert wäre, aber plötzlich ist ihre Oma, die auch mit war dort bei diesem Familienurlaub in Tirol, im Schafstall gestanden und hat gefragt, was wir da machen. Und diese Oma, ich bin ihr bis heute wahnsinnig dankbar, weil die hat mich einfach aus dieser Situation befreit. Und ich habe natürlich gesagt, na, ich habe ja nur diesen Schafstall gezeigt, weil da sind ja normal die Schafe und die sind jetzt alle auf der Alm. Und so hat sie das aufgelöst und es ist dann auch nie wieder zu einer Annäherung gekommen. Und jetzt aber, weil sie das so arg angefühlt hat und ich das immer noch so präsent habe, jetzt seit, ich weiß nicht, 40 Jahre später, Daniel, jetzt müssen wir das Stück spielen, der Verkehrte. Weil, ich meine, das ist Wahnsinn gewesen. Und nach dem Verkehrten, ja, aber der Verkehrte, gut, da muss ich mich auch wieder konzentrieren, der Verkehrte ist ein bisschen wilder, aber das war schon ein Wahnsinn. Und wie gesagt, diesen Wortlaut, ich habe das immer noch im ich sehe mir noch, wie ich das sage und wie irrsinnig unangenehm mir das war. Das war ein Wahnsinn. So, der Verkehrte. Ja! Ich fange nochmal an, Daniel. Ist gut, ja. Das.
Jetzt habe ich noch was. Ja, gut. Freunde, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht schon ausufert, aber eigentlich, die Tirol-Kindheit, da gibt es schon ein paar Sachen, die seien einfach wahnsinnig gewesen, unter anderem die Geschichte mit dem Ausweis, das ist mir bis heute. Und insofern ist es nicht schlecht, wenn ich diese drei kurzen Schnappern jetzt noch erzähle, weil die führen dann letztendlich schon dazu, dass man das Letzte, den Jäger mit dem Schießgewehr, dann richtig versteht. Also das mit dem Ausweis ist so gewesen, ich war Volksschule, ich stehe bei, und ich habe zu Fuß in die Schule gehen können, das ist ja ausgegangen. Und nachdem Innsbruck damals noch nicht so verbaut war, habe ich ja so eine kleine öffentliche, was weiß ich, Gstetten gehabt, wo so ein paar Steine gelegen sind, und da habe ich so eine Steinpyramide gehabt und da habe ich so verschiedene Sachen in dieser Steinpyramide drinnen gehabt, die so meine Schätze waren. War eh nichts wahnsinnig viel wert, aber trotzdem, es waren meine Schätze. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwas, ein besonders begehrtes Matchbox-Auto oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber eines weiß ich schon noch, dass ich an der Bushaltestelle ein Mädchen frage, sie soll mir ihren Busausweis zeigen. Und die zeigt mir den, will mir den Ausweis zuerst nicht sagen, und ich sage, oh ja, das, ich möchte nur schauen, ob das gleich ausschaut wie bei meinem. Und wie es mir dann so zeigt, nehme ich ihn weg. Ich nehme diesen Busausweis weg und renne. Und ich meine, ich habe das dann in diesem Steinerhaufen versteckt, diesen Busausweis, und habe mir nichts gedacht. Ich habe mir echt nichts gedacht dabei, außer dass ich jetzt halt so einen Busausweis habe. Und dann aber am selben Vormittag ist dann schon ein Polizist in die Schule gekommen, in die Klasse mit dem Mädchen an der Hand, und das Mädchen hat auf mich gesagt. Ist halt so gewesen. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt da gar nicht viel zu meiner Entschuldigung sagen können, außer dass ich mir nichts dabei gedacht habe. Ich habe natürlich diesen Ausweis zurückgegeben, habe mich entschuldigt. Und ist eigentlich so aus heutiger Sicht betrachtet eine wirklich arge Geschichte, wo ich mich ein bisschen wundere, dass ich sowas gemacht habe, aber es ist leider die Wahrheit. Habe ich gemacht, ja. Und was dann auch noch war, ich bin dort dann, also ich bin in die Volksschule gegangen und daneben ist so eine Hauptschule gewesen, die Rennerschule, und da sind natürlich immer ein bisschen größere Mädchen gegangen. Und warum mir das so einen Spaß gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Es hat mir aber einen irrsinnigen Spaß gemacht, dass ich diese größeren Mädchen dort irgendwie beim Mantelzieher oder, keine Ahnung, bei der Schultasche oder irgendwie, dass ich halt also so wie halt so ein lästiger Lausbub, dass ich sie halt ein bisschen ärger. Und das ist so lange gut gegangen, bis ich auch nicht dann einmal gedacht habe, was ist mit dem Trottel? Und ich meine, so schnell habe ich nicht schauen können, hat mich die dort oben, die war ja, waren alle einen Kopf größer wie ich, oben beim Haarschopf gehabt, da habe ich noch wahnsinnig viel Haar gehabt, und die haben mich so durchbeidelt, dass ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn jetzt los? Das ist ja Wahnsinn, Wrestling hat es damals noch nicht gegeben, aber es war echt spektakulär. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann überrissen gehabt, na, da kann es schon Gegenwehr geben. Und das war eigentlich, insofern muss man dieser Frau wirklich dankbar sein, dass das gemacht hat, weil alle anderen haben sich das irgendwie gefallen lassen von dem depperten Buben. Und das habe ich dann natürlich nicht mehr gemacht. Da bin ich dann ein bisschen geheilt gewesen, ja. Und jetzt noch, die letzte Episode,
die meiner Meinung nach eine echte Sternstunde ist in meinem Tiroler Kosmos, das ist überhaupt ein Wahnsinn, die dann letztendlich auch sehr gut auf das letzte Stück Jägers Schießgewehr hinführt, ist folgende, dass ich mir irgendwann gedacht habe, so mit 13, 14, ich weiß nicht, was ich mit so einem Mädchen anfangen soll, aber es ist cool, wenn du eine Freundin hast. Das ist irgendwie, das hat man so mitgekriegt, das ist ein bisschen, das hebt irgendwie deinen Stellenwert. Das ist irgendwie was Gutes, wenn man sagen kann, man hat eine Freundin. Und im Autobus, ich bin immer mit dem Autobus in die Schule gefahren, dann schon vorhin, oben, 10 Kilometer im Autobus gesessen, und da sind natürlich immer in die Ortschaften irgendwelche Menschen eingestiegen. Und in Altrans ist eine eingestiegen, wo man gedacht hat, Steppert, das schaut aber gut aus, die ist irgendwie super. Das ist eigentlich, wo man gedacht, na, das wäre eigentlich großartig, wenn das meine Freundin wäre. Und wie gesagt, ich habe mich mit der nie unterhalten. Ich bin nie neben der gesessen, ich habe nur gewusst, dass die unten in Altrans einsteigt. Ich habe nicht gewusst, wo die in die Schule geht, was die macht. Keine Ahnung, nichts. Und ich bin aber so drauf und denke mir, das jetzt irgendwie wäre das irgendwie nicht so schlecht, wenn man eine Freundin hätte, und denke mir, ich frage jetzt einfach. Und habe das dann getimt, also ich war schon ein bisschen aufgeregt und habe mir gedacht, ich steige hinten beim Bus aus, am Innsbrucker Busbahnhof, bin der Erste, der aussteigt, und nachdem sie vorn sitzt, wird sie vorn aussteigen und da passe sie dann ab und dann tut mir das ein. Ja. Und genau so ist es gewesen. Bin da vier gegangen, habe natürlich schon ein bisschen meinen Mut zusammennehmen müssen. Die kommt raus, ich stehe ihr mehr oder weniger im Weg und sage zu ihr, Christi, ich bin der Fritz und ich hätte eigentlich wirklich gern, dass du meine Freundin bist. Ja. Und die hat mich angeschaut wie einen Autobus. Also das ist echt ein Wahnsinn gewesen, weil die hat mich, glaube ich, überhaupt noch nie gesehen, weil ich bin immer hinten gesessen und sie ist ja später eingestiegen, der gar nicht gewusst, wer das ist. Die hat sich nur gedacht, na gut, der hat einen unendlichen Boscher, und hat aber dann noch so was Nettes gesagt wie, ich kenne dich ja gar nicht. Und das ist was gewesen, und da kommen wir dann auch ganz super wieder zum Jäger mit dem Schießgewehr. Das haben wir nicht vorstellen können, dass man die nicht kennt, weil ich habe es ja immer wieder angeschaut. Das ist so wie beim Kind, wenn es die Augen, also die Hände vor die Augen haltet und glaubt, niemand sieht es. Und genauso ist es bei mir gewesen. Ich habe das allerdings natürlich, dieses Nein, und das habe ich akzeptieren können, aber man dachte, ja, nein, die will jetzt nicht meine Freundin sein, und bin dort da so ein bisschen kurz gestanden und habe nicht gewusst, was ich machen soll, und habe dann das gemacht, was mir immer eine riesige Freude gemacht hat. Ich bin umgegangen zum Kiosk, der war ungefähr 20 Meter entfernt, und habe mir Schwedenbombensemmel gekauft. Das war immer das Beste. Eine Semmel in der Mitte durchgeschnitten, Schwedenbomben eingestellt, draufgedruckt, das war Bombensemmel, und mit dem ist eigentlich immer wahnsinnig gut gegangen. Und trotzdem, Daniel, diese Frau, wo ich nicht einmal gewusst habe, wie die heißt, also ich war nicht gewusst, Altrans ist sie eingestiegen, für die könnte man aber trotzdem noch spüren, auch in Erinnerung an das Bombensemmel, schöne Sierse Nachtigall. Ja, das macht man. Jawohl. Und dann, glaube ich, dann kommen wir schon zum Jäger mit dem Schießgewehr. Dann ist deppert. Aber ich muss mich wieder konzentrieren, dass ich am Anfang nicht schwächeln. Ein Telefon, das geht aber jetzt nicht.
Das werden wir jetzt aber gut hinten. Nein. Das wäre überdachen. Das hört ja auch gleich auf. So. Und jetzt, der Jägersabschied. Jägersabschied ist so, dass man bei der Episode mit dem Jäger ist man dann wahrscheinlich auch erst im Nachhinein bewusst worden, dass ich dort jetzt eigentlich was wirklich Wichtiges abgespielt hat. Und zwar ist es so gewesen, wir sind mit dem Moped im Wald gefahren. Und wir sind ja nicht nur im Wald gefahren mit dem Moped, sondern also jetzt gerade den Umgang mit Tieren, wenn wir jetzt auf den Jäger dann zu sprechen kommen. Wir haben uns einfach so lange Haselnussstecken gehabt, so wie so echte Lanzen. Und dort vorn drauf haben wir uns diese Dachnägel mit so Draht aufgebunden, also so Rovennägel hat das damals geheißen. Und dann sind wir gefahren mit dem Moped, Speer in der Hand, vorn den Nagel, rausgefahren und bei den Feldern vom Greilbauern, da ist in der Dämmerung ist da oft so, also so viele Haseln gewesen und manchmal so ein kleines Reh. Und da haben wir geglaubt, wenn wir da mit dem Moped kommen, können wir mal so eins wie ein Indianer halt erwischen mit dem Speer. Wir haben natürlich eh nie eins erwischt. Wahrscheinlich wäre es noch irgendwie leichter gewesen, eins niederzuführen. Aber das ist halt damals, keine Ahnung, da hat man irgendwie, habe ich dann nicht so also ein ausgeprägtes Sensorium für das Wohlergehen der Tiere gehabt, sondern in Wirklichkeit ist gegangen, dass man ein Hitz hat. Und zwar, wie gesagt, so einen Hosen, wenn wir den da wuschen hätten, wäre eh super gewesen. Haben wir eh nicht erwischt. Ja, und dann sind wir natürlich auch im Wald gefahren und nachdem wir schon engagierte Mopedfahrer waren, aber natürlich jetzt technisch nicht wahnsinnig viel Ahnung gehabt haben, haben wir natürlich geglaubt, je lauter die Kraxen ist, desto stärker. Und insofern haben wir natürlich mehr oder weniger hinten keinen Topf mehr gehabt, sondern haben den Auspuff kurz nach dem Krümmer haben wir abgeschnitten. Und das hat dann schon mörderisch geblädert, war wirklich ein Traum. Und wir sind halt nur durch den Wald gefahren. Da hat sich ja keiner drum pfiffen, bis auf diesen Jäger. Irgendwann ist der Jäger uns in den Weg, hat er sich gestört, mit der Puffen, mit so einer Puffen, und ist irrsinnig finster ist er gewesen und grantig und hat uns halt geschimpft wie die größten Trotteln auf dem Planeten und auch Wahnsinn, was wir uns einbilden. Und ich habe damals schon gewusst, also man hat ja Autoritäten, hat man anerkannt, Lehrer, Polizisten, Jäger mit einer Puffen ist eine Autorität gewesen, da hast du jetzt nicht irrsinnig zurückzündelt, aber der Gedanke ist natürlich gewesen, erst reg dich nicht auf, du Volltrottel, das gibt es ja doch nicht, wir fahren dort mit den Mopeds, was soll denn das sein? Und der hat halt irgendwas gemeint, vor wegen die Tiere und die ziehen sie in den Wald zurück und es wird eine Katastrophe und überhaupt, es ist alles verboten und so. Und im Endeffekt hat er uns eh wegfahren lassen. Er hat uns wegfahren lassen, aber gesagt, mit wenig Drehzahl heimfahren und da ja sicher nicht mehr herkommen. Und wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, das ist ein irrsinnig humorloser alter Trottel, der jetzt uns halt jetzt den Spaß nehmen will. Und ich habe damals, und das zieht sich eigentlich durch diese komplette Sendung, ich war einfach nicht fähig, dass ich mich in etwas anderes hineinversetze, dass ich mich in eine andere Position hineinversetze. Sondern es ist eigentlich immer nur das, was ich gemacht habe, das war richtig, das war nachvollziehbar. Manchmal war es auch falsch, das habe ich dann auch verstanden, dass es falsch ist, aber das habe ich immer selber gemerkt, ob es richtig oder falsch ist. Ich habe mich nie in eine andere Position hineinversetzen können. Perfektes Beispiel ist das mit der beim Busbahnhof. Das ist echt ein Wahnsinn. Und eben auch da jetzt mit dem Jäger. Und das glaube ich, und mit dem täte ich gern dieses Früh- oder Themaschuppen da jetzt abschließen, das glaube ich ist was ganz, ganz Wichtiges und das taugt mir irrsinnig. Insofern ist das Altwerden ganz so schlecht, weil du halt mehr Erfahrungen sammelst. Das, dass du in den anderen hineinversetzt, das gehört einfach meiner Meinung nach zu einem würdigen Menschsein dazu und das löst natürlich auch wahnsinnig viele Konflikte beziehungsweise lässt dich gar nicht aufkommen. Weil wenn du das eine dir entgegengesetzte Position wahrnimmst, dann musst du halt in den anderen hineinversetzen, warum der so denkt und dann geht es eigentlich sehr, sehr viel geht sie dann aus. Und ich meine, der Daniel zum Beispiel, der muss ja immer in mich hineinversetzen, deswegen müssen wir solche relativ einfachen Stücke spielen, gell, Daniel? Ja, aber es ist ja trotzdem irrsinnig leibend. Und der Jägersabschied, der kann jetzt eher ein bisschen was. Der kann was. Aber, ja. Bereit? Bereit, Daniel. Thank you.
Das war echt, da bleibt sitzen. Das war echt herrlich. Schön. Das war unser erstes Thema Shoppen, Frühshoppen. Jetzt werden wir schauen, wie es in die Leute gefallen hat. Mir selber hat es einen großen Spaß gemacht. Daniel, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Du bist Daniel einfach ein Weltbursch und ohne die könnte ich das ja auf keinen Fall machen. Und jetzt hat, ja, verabschieden wir uns von die Seher. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Herrlich, dass dabei wart beim ersten Früh- und Themaschuppen. Daniel, jawohl. Für dich. Ciao.